Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Corekeeper. Wir haben uns hier heute versammelt, um den Gedankenwelten. Bubbelschleim noch einmal zu erledigen, und zwar dieses Mal richtig erledigen. Und dementsprechend. Ach so, das ist deins. Das ist meins. Dementsprechend, weil wir ja beim letzten Mal dieses blöde Portal-Ding nicht gefunden haben, haben wir uns jetzt schon mal hier in die Nähe geportet. Und haben jetzt Brücken dabei. Hast Und du dein Boot nicht? doch. Ja, du kannst dein Boot gerne benutzen, nur meins ist im Grabstein. Du brauchst Ach. nicht auf mich warten. Nein, ich komme mit, ich beschütze dich. Sagte sie und kriegt selbst eine auf die Fresse. Oh, Volltreffer. Du. Ich sehe nämlich so aus, als könnte ich was. Blau Slime, Bubble, Kack. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich wollte das nur haben für die, für das Radar. Double Hit. So, hier durch. Hier war schon mal jemand. Wer war denn das nur? Nein. Das ist ausgeleuchtet. Werd ich gewesen sein. Da vorne war aber nicht ausgeleuchtet. Werd ich gewesen sein. Naja, gut, ich bin sonst, glaube ich, immer durch den linken Gang. Du bist heute schon wieder lauter als sonst. Also, das ist gut, weil man hört dich auf jeden Fall mal, aber es ist irgendwie faszinierend. Ah, ich habe ja auch gerade ein Windows-Update gemacht. Vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Könnte sein. Erstmal Brücken nachbauen oder was war das? Nee, ich musste gucken, wo ich. Oh. Ach, wir wollten ja hier noch gucken. Warte mal. Ich habe eine Idee. Nee, mit dem funktioniert das auch nicht. Mit dem Spieß. Wir hatten uns nämlich überlegt. Was bist du? Diese komischen Schilder, meinst du? Holzschild, Kern. Ich sag doch, das sind nur Schilder. Aber da steht der Kern drauf. Ja, weil der aussieht wie ein Kern. Deswegen heißt das Holzschildkern. Okay. Wir müssen auch noch hier so ein Aber. Dingens mitnehmen. Das muss auch noch bei uns wohnen. Also so ein Ananas-Lapras. Ja. Guck mal, also bei mir wird das, werden die Grabsteine jetzt wieder angezeigt. Ja, bei mir auch. Oh, meine Mann. Vorsichtig. Ja. Boah, wenn die nicht auch immer so schlittern würden. Ich kann die immer so schlecht einschätzen, diese Viecher. Ich habe kein Mana mehr. So. Ah! Oh. Moment, wir wollen ja da noch nicht rein, ne? Wir müssen ja Nee, erstmal nee, unser. nee. Ach so, der Kollege da drüben. So, aber hier sind wir ja schon. Also, wir sind ja jetzt schon parallel hier. Und hier Ich würde wären so wir ein bisschen drin. weiter. Ja, ich würde so ein bisschen weiter weggehen. Ich würde vielleicht hier unten eine Basis machen. Ja, ich hole erstmal meine Sachen wieder. So. Ach, deine waren so ein bisschen außerhalb, oder was? Noch relativ weit oben. Deshalb konnte ich da so ein bisschen ganz gut hin. So, Olli hat nämlich gedacht, wir bauen uns jetzt hier eine Basis, eine kleine. Schicke Wände. So, Hast du denn auch und Türen mitgebracht? nee, selbstverständlich habe ich die vergessen. Aber die brauchen wir auch nicht unbedingt. So, ich lege mich links schlafen, du legst dich rechts schlafen und dann können wir. Meine Katze hat bei dir geschlafen. Ja, das ist okay. Deine Katze darf bei mir schlafen. Okay, sollten wir hier nicht vielleicht noch eine Truhe hinbasteln? Vielleicht. Aber ich habe kein Holz dabei.
Ich habe auch nicht genügend Holz. Also ich hätte genügend Korallenholz, aber damit geht das nicht. Das ist korrekt. Shit. Nee, das wird schon. So, genau. Denn jetzt, wenn wir sterben, müssten wir hier bei den Betten spawnen, solange die Betten nicht kaputt gehen. So, und Lizzie hat sich gewünscht, dass wir uns hier ein bisschen mehr Platz machen. Und deswegen würde ich da sagen, tun wir das doch auch einfach. Oh, er ist schon da. Guck mal. Ja, Findet er nicht so ja. geil. Okay. Nee, Katze hat angegriffen. Ach, Katze. Hoppala. Oh, dadurch, genau. Oh. Ach nein. Ich habe schon wieder auf das Falsche geklickt, weil ich zu weit unten war. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Da hatte ich auch mal den Saft in der Hand und habe damit die ganze Zeit rumgefuchtelt. Oh ja, das passiert mir auch ab und zu mal. Hoppa, joppa du. Ich bin tot. Das ist gar nicht gut. Ja, ich habe meine Heiltränke nicht in der Quickbar gehabt. Ach ja, Heiltränke. Da ist ja was. Oh, ich bin wieder da. Hi. Oh! Ah. Ich nehme alles mit. Oh Gott, ich brauche Ja, auch habe ich Heilhilfe. gesehen. Heiltränke, Quickbar. Ja, warte mal. Ich muss hier mal weg. Okay. Ich muss mal gerade so ein bisschen rausgehen. Verdammt. Heiltränke, Heiltränke. Ich habe gar keine Heiltränke. Oh, cool. Gut, so viel dazu. Sorry. Das ist auch nicht so geil. Bin tot. Ich schieße ihn einfach ab. Bin wieder da. Oh! Tot. Yay! Und dieses Mal war ich dabei, Freunde! Wir haben es gesehen! Du bist weniger gestorben als ich. Ich bin So. proud. Aber was man daran sieht, so eine Base, die macht schon viel. Ja, aber wie gesagt, bei Tentakel Klaus konnten wir das nicht. Das war, das ging halt nicht. Das hatten wir Ja. beim letzten Mal probiert. Genau, und beim Skarabäus brauchten wir sie nicht, weil da der Porter so nah in der Nähe war. Ja, aber es wundert mich immer noch, dass hier Ja, kein Porter ist. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. hier ist irgendwo ein Porter. Wir haben, der muss nur so komisch platziert sein, dass wir ihn noch nicht gefunden haben. Ja. So, aber wir haben ihn. Und that's great. So, dann musste ich mir mal neue Klamotten aus, die der mir gedroppt hat. Der hat nämlich ein komplettes Hexenmeister-Gedingse gebracht. Ach, guck mal, jetzt habe ich wenigstens Rückruf-Dinger wieder. Ja, ich habe auch welche. Bestienbooster. Verfüttere dies an ein Haustier, um seine Erfahrung um 5000 zu boosten. Schatz! Wow. Hier. Du weißt, mein Hund ist ausgemaxt. Das brauche ich nicht mehr. Ja. Guck mal hier. Hier, ich habe Möchtest noch du das haben? drei Oh. Sonderbonbons habe ich auch noch. Oder hatte vielmehr. Oh. Und, warte, das hier kannst du auch noch haben. Oh. Jetzt muss ich mal drauf gucken, wie es gerade ist. Ist, glaube ich, gerade. Ja, ist kurz vor der nächsten Stufe. Ja, dann bist du, glaube ich, auch bald ausgelevelt. Dann bin ich bei Stufe 9. Ah, ich weiß nicht, ob Stufe 9 oder 10. Ach so, Stufe 10. Ja, wir sollten. Ach, die Betten hast du schon eingepackt. Jupp. Das wäre scheiße, wenn wir immer wieder hier spawnen würden. Ja, finde ich nämlich auch. Nee, habe ich schon eingesagt, alles gut. So, bist du schon wieder auf dem Weg nach Hause oder wo, Nee, was ist wo? ich will noch den Porter suchen. Aber du kannst von mir aus gerne nach Hause gehen, wenn du magst. Nee, alles gut, ich verstehe das. Das mit dem Porter, das regt mich halt auch auf. Also hier ist nichts, hier ist wirklich nichts. So. Am schlimmsten finde ich echt die Krabben, die hier immer dazwischen hocken. Oh, hier ist alles voll mit den Krabben. Kann hier so schlecht agieren. Die Slimes sind auch nervtötend, aber nicht ansatzweise so schlimm.
Boah, was wollt ihr hier? Könnt ihr mal aufhören mit eurem Scheiß? Nein! So. Ah, guck mal, die Rache war Puff. Unser. Mach Puff! Mach Puff, Blase! Das war so eine verseuchte Höhle hier. Also 100 Pro muss hier was sein. Das war eine verseuchte Höhle hier, was war nicht hier? Du hab sagst. Ihn. Ja, warte, ich muss hier mal entslimen. Blickpunkt aktiviert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo war er? Unten links. Unten! Na gut, bin ich ja voll in die falsche Richtung gelaufen. Gut, dann. Wandern wir jetzt mal nach unten. Unten links. Also nach da. Hier sind keine Brücken drüber. Also ist er nicht. Nee, ich bin nur über Land gelaufen. Aber du hättest da tatsächlich Brücken bauen können. Aber ich habe keine Brücken. Hi. Here is it. Aber trotzdem, ganz schön weit weg. Ja, ist wirklich ein Stück hier. So, ich würde jetzt noch die eine Höhle, die ich aufgemacht habe, einmal leer machen wollen, dass da nichts mehr spawnt. Welche Höhle? Ja, weiter oben. Wo bist denn du? Du brauchst nicht mitkommen. Ich wollte nur sagen, ich will die noch leer machen. Du kannst gerne nach Hause gehen. Oder nein, ich helfe dir doch. Oh, wieder eine Krabby. Krabby is daddy. Oh, diese Blasen. Diese Schlitterviecher, ey. Aber ich muss wirklich sagen, die Krabben sind das Nervigste. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die, seitdem wir Omeroth besiegt haben, schneller Blasen produzieren. Mhm. Auch. So. Finished. Ja, die habe ich eben gemacht, aber da oben war ich noch nicht. Okay. Supi. Gott, ich bin zufrieden. Gut. Zack, 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 zack. Zurück zur Basis, zurück zur Basis. Ernsthaft. Basis. Verdammt. Dieser Weg übrigens vom Porter bis hierher, ohne Boot zurückzulegen, sondern nur mit. Ich guck mal, der Pyrer ist jetzt aber weiter oben als das letzte Mal. Der wandert ganz schön weit. Die anderen sind immer relativ. Guck dir mal an, bitte, wo Krydra ist. Der war beim letzten Mal genau auf deiner Straße. Ja, aber der war unten beim Labyrinth, der Pydra. Das ist doch ungefähr derselbe Weg. Und der atlantische Wurm ist atlantisch. Und ein Wurm. Ja, ist korrekt. Ich mag den atlantischen Wurm. Ich freue mich, wenn wir ihn töten. Wow, bist du böse? Nein, nur ehrlich. Hat Bubble die eigentlich auch ein Bubble gedroppt? Ein Bubble-Ei? Nee, hast du eins? Nö. Nee, ich hab keins. Kein Bubble-Ei für uns. Ist das traurig. Ich hab eine neue Tasche. Boah, unsere Dingens, unsere Wertvollkiste, ja? Ja, dann müssen wir die mal verkaufen. Wir haben doch die Händler hier direkt bei uns. Bisschen eskaliert. Eskaliert? Mhm. So, Hexenmeister.
das weg, das weg, das weg, das. Ja, ich bin auch gerade alles am Sortieren, was wir so finden. Das bleibt bei mir, das bleibt bei mir. So, jetzt Klamotzkis. Mein Boot. Hexenmeisterhaube, Stufe, magischer Barrieren, Mana, Magieschaden, alles schon geil. Ist halt nur Stufe 13. Und Dingens ist halt, Solarit ist halt Stufe 16. Das ist schon ein Unterschied. Ich habe immer noch eine Kiste für Möbelstücke hingestellt. Mhm. Und unsere Betten packe ich mit da rein, wo wir auch die Boote und die Schienen und den Karren drin haben. Das ist wertvoll. Das ist alles Mist. Die rostigen Schlüssel. Warum gehen die da nicht rein? Weil wir die links haben, weil die nicht wertvoll sind, weil wir die brauchen können. Wertvoll sind ja nur die Sachen zum Verkaufen, weißt du? Ja, nee, aber hier sind die drin. Das, ja. Das ist nicht korrekt. Das sind nämlich rostige Angelhaken. Wenn du ja, die meinte ich. Jo, na komm, dann entsorge ich hier mal den ganzen Scheiß. Ich habe dein Bikini-Oberteil gefunden, wenn du das haben möchtest. Na, noch eins. Nee, ich habe die Hose zerlegt. Ungünstig. Ich dachte, jetzt hätte ich endlich ein Bikini zusammen. Naja, aber wir können dir den gerne aufheben. Dann kannst du den nächsten Bikini tragen. Oder ich. Das sehe ich bei dir eher als bei mir, muss ich sagen. So, wertvolle Gegenstände. Boah, diese ganzen Steingeschütztürme, ne? Die bringen 13.000 Münzen. 13.000. Das ist einiges. Was ist das? Sonnentang? Also, ja, das ist für die Ananas, für die Ananas-Lapras, das ist Futter für die. Deswegen habe ich das erstmal da unten reingepackt. Okay, ich dachte, du hast schon alle wertvollen Sachen da reingelegt. Nein, nein, nein. Ich renne hier die ganze Zeit rum und verteile und dann habe ich wieder was im Inventar und dann verteile ich wieder und dann ja, das okay, Übliche. Das verstehe ich. Das verstehe ich gut. Das ist zwar traurig, aber das passiert wirklich jedes Mal so. Aber nicht nur dir. Mach dir keine Sorge. So, okay. Das Schiff kann ich dann jetzt erstmal wieder wegpacken, ne? Das brauche ich jetzt ja, erstmal also nicht mehr. Was ist das? Ach, das sind Betten. Die sehen da irgendwie komisch aus. Naja, gut. So, ja, das sieht ganz gut aus. Das Einzige, was mir fehlt, sind eigentlich Heiltränke. Aber sonst habe ich eigentlich gerade alles in meinem Inventar, was ich so brauchen könnte. So, ich würde mich mal gerne zu dem unteren linken Wegpunkt porten, da wo gerade Druidra unterwegs ist. Ja, verstehe ich. Einfach mal nur um zu gucken. Wenn er uns klatscht, dann klatscht er uns, aber... Wir können den noch gar nicht rufen. Du weißt nicht, ob der wandert doch. Ich weiß nicht, ob man den rufen muss. Doch, dafür sind doch die Windspiele da. Da steht nichts von wegen Druidra. Da steht, da kann man mit was rufen, aber das heißt nicht, dass das Druidra ist. Eigentlich schon, weil da sind ja verschiedene Windspiele und die haben alle Bezeichnungen von wegen des Feuers und des Dingens und sowas. Also, nee, das. Er ist eh weg. Logische Erklärung für mich. Ja, aber nur weil es theoretisch so sein könnte, heißt es nicht, dass es hundertprozentig so ist. Weißt du, was ich meine? Ach, wo? Ja, wie gesagt, der ist eh weg, also. Ach, hey, ich habe endlich wieder Holz. Das ist halt wirklich jetzt mal gut, jetzt kann ich mir ja endlich mal Holz mitnehmen. Hier ist es irgendwie gar nicht ausgeleuchtet. Meine Fackeln. Ich habe keine Fackeln mehr. Du hast 100 pro meine Fackeln eingesteckt.
Deine Fackeln, die ich dir irgendwann mal gegeben habe? Ja, genau die. Die hast du mir einfach gesnackt. Ja, das kann sein, dass ich die eingesammelt habe, als ich deinen Grabstein aus der Gruselhöhle mitgenommen habe. Aus der Gruselhöhle? Du weißt genau, was ich meine. Ja, ich fand das wirklich gruselig da. Aber du hattest hier ja noch ein Gebiet gefunden. Also nicht hier unbedingt, aber ich muss mal gucken. Ein Schimmelpilzgebiet meinst du? Ja. Und ich bin am überlegen, ob wir das vielleicht machen wollen. Kannst mich mal pisser. Du, geh. Brenn in der Hölle. Danke. Müssen wir bloß mal gucken, wo genau das war. Auf jeden Fall nicht von dem Porter hier aus. Na, dann gucken wir doch mal. Ja, nee, sieht schlecht aus. Schimmelpilz. Aber das war ja auch irgendwo hier dran. Ach, das ist entweder von Arceus aus gewesen. Ja, das war von Arceus aus. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Liebling? Ja? Du warst da doch gar nicht. Doch, ich war an dem Rand davon. Oh, ich sehe es. Ich weiß, wo es ist. Haben wir nicht 100 pro zwei verschiedene gefunden? Nein, aber ich weiß, wo es ist. Aber es ist tatsächlich bei Arceus. Das müsste das hier sein. Ja, ist es. Bin ich richtig? So, warte mal, kann ich das eigentlich mit Solarit hier kloppen? Ja, kann ich. Du? Ja. Hast du eine Schaufel? Eine gute Schaufel? Nee, ich habe eine Schaufel, aber eine Eisenschaufel. Du weißt, dass wir den Boden davon wegmachen müssen, ne? Dann sollten wir vielleicht nochmal zurück und eine gute Schaufel machen. Weil wir können uns jetzt zwar durchbasteln und die Viecher schon mal zeigen, aber wir werden halt immer langsamer und langsamer, ne? Deswegen ist das hier ja auch so scheiße. Aua! Ja. Weshalb man entweder die Schimmelklamotten braucht, wodurch man nicht mehr im Schimmel verlangsamt wird. Foliant der Toten? Bitte. Habe ich gerade gefunden. Bösartiger Ring. Bist du wieder rausgegangen oder was ist? Nö, bin noch drin. Oh, hier komme ich nicht hoch. Ich habe keine Brücken dabei. Warte mal. So. Hast du irgendwelche anderen Blöcke dabei? Ja, aber nicht viele. Nur drei Stück. Ja, es reicht theoretisch. Du musst dir einfach so zwischendurch mal ein Lager auf dem Wasser errichten. Das reicht schon, um die Sporen loszuwerden. Oh Gott, wie viele von euch? Kleine blöden Pisser. Oh Gott! Ich muss hier weg. Geht's dir noch gut? Nee, gerade nicht. Ich muss mal hier durch.
Aua! Ich bin tot. Ja, stimmt, das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Was genau? Dass, wenn die Tentakel einen treffen, man benommen ist und man sich nicht mehr bewegen kann. Ja, genau, das war auch gerade mein Problem, was nicht ganz so geil war. Ja, das habe ich komplett vergessen. Okay. Wir kriegen das hin. Ach ja. So. Die Tentakeln sind schon mal weg. Und euch kriege ich easy going. Oh. Also, die gehen mit dem Speer total gut. Diese komischen Viecher. Mit dem Schwert gehen die auch nicht schlecht weg. Mein Problem war gerade nur, dass ich eine Horde bei mir hatte und mich dann ein Tentakel getroffen hat, den ich übersehen habe. Und dann habe ich, glaube ich, 4 Angriffe auf einmal abgekriegt und war tot. Das war halt wirklich unpraktisch. Das kann ich mir vorstellen. Geht weg, Tentakel! Belly, du musst mal vorangehen. Oh, die fighten sich auch mit den Bauern. Ja gut, ich kann mir schon vorstellen, dass die Bauern nicht selber verschimmelt werden wollen. Oh! Wie? Wie? Die sind hinter mir gespawnt, diese blöden Viecher. Nein, die haben halt keinen Spawn. Deren Spawnboden ist der ganz normale Schimmelboden. Ja. Ja. Ah, mich hat derselbe Tentakel getötet. Das kenne ich. Das kenne ich. Du eigentlich lang? Du bist nach oben, oder was? Ja. Da sind noch Tentakel drin. Da kommt eh mal raus. Nein, 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 nein. Ich will nicht gestunt sein. Okay, den Arm habe ich hier bedingst gecleared. Aber da ja der Boden da ist, kommen die ja eh wieder. Yep. Aber die Tentakeln sind schon mal weg. Die kommen ja auch wieder. Ach, kommen sie? Ja, ja. Das kommt alles wieder. Ah, Knie. Kannst du nur die Sachen. Wie gesagt, du kannst die nur clearen, indem du den kompletten Boden austauschst. Das haben wir ja früher mal so gemacht. Kompletten Boden gegen Brücken getauscht. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, muss ich gestehen. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall besser hier durchkommen als früher. Ja, das ist korrekt. Was bist du? Aber wenn ich bedenke, wie wir damals immer versagt haben, ist das eigentlich gar nicht so... Ja... Oh, ich habe keine Brücken, aber sonst würde ich da gerne lang. Habe ich Schimmelpilzhelm. Hübsch. Okay. Ich würde hier gerne lang. Aber ich habe keine Brücken. Ich brauche nicht mehr viele. Hast du nicht Holz gesammelt? 2 habe ich noch. Ah, okay. Sonst hätte ich gesagt, mach dir doch schnell eine Werkbank und dann gib ihm. Hallo, Freunde. Oh, sie sind wieder da. Hier oben. Hier, Schatz. Oh, eine Schimmelkiste. Die nehmen wir einfach mal mit. Hm.
Wieso kann ich da nicht lang? Weil da Wasser ist. Das Wasser? Das ist Wasser. Da ist Wasser und eine Schimmeltextur drüber. Ah, okay. Das ist anscheinend eine Schimmeltextur. Ich dachte, das wäre Boden. Jetzt ist da Boden. Was ist das hier für eine Ratte? Ja, du meinst der Ring, der da liegt? Ach, das ist, das ist ein Ring, okay. Willst du die Haustier-Snacks da noch mitnehmen? Ja, würde ich wohl machen, ne? Ich musste bloß gerade mein Inventar so ein bisschen entsorgen. So. Da oben geht's weiter. Aber ich habe ihn auch nicht auf den, nicht direkt gesehen. Okay. Erstmal Pause, dass die Schimmelinfektion wegkommt. Okay, meine ist weg. Das ist endlich mein... was ist das hinter dir? Das ist mein Unterling. Ach so, okay. So, hallo. Du, wir haben ein Problem. Wir müssten eigentlich eine Pause machen. Soll ich jetzt ganz schnell eine Pause machen, damit wir ganz schnell weitermachen können? Ja, von mir aus. Okay, dann, Freunde, sehen wir uns. Mit ihr ist Ende. Okay, ja, aber da unten geht's noch mal weiter. Ja, okay. Ja. Da ist noch ganz viel. Yep. Ich muss auch mal gucken. Ja, mach du Pause und... Okay, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!